Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Hallo. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen, beziehungsweise ein paar Stories von euch bekommen. Wir haben ein anonymes Formular erstellt und auf unseren Social-Media-Plattformen gepostet. Und ihr konntet dann Stories schreiben, aber uns auch Fragen stellen, auf die wir jetzt reagieren werden. Wir werden versuchen, eure Fragen zu beantworten und einfach auf eure Stories reagieren. Es geht die Story. Also das Erste, womit ich anfangen will, ist ein Kommentar, den wir bekommen haben. Und das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Und dann reagierst du einfach drauf. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen leider, aber kenne uns absolut neutral. Das heißt, ich lasse keiner immer als Erste sprechen. Also das Erste, was ich dir vorlesen kann, ist: Ich sollte das Video vorher sehen. Ich war mal mit meinem Crush und habe geweint wegen meiner 4 im Vokabeltest und habe extrem Drama gemacht. Er hat versucht, positiv zu bleiben, aber ich Dumme habe alles negativ gemacht, Digga. Seit dem Tag redet er mit mir nur, wenn es nötig ist. Also nicht so wie früher. Ich bereue es, aber ich kann nichts machen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Er gibt mir Nachhilfe in Englisch. Er ist in der 10. Klasse, ich in der 9. Ja, also meine Meinung dazu. Ja, yeah, baller los, Kuddy. Du bist in der 9. Klasse. Eigentlich sollte das dich gar nicht jucken. Vor allem, wie alt bist du in der 9. Klasse nochmal? 16. 16? Mhm. 15, 16, sowas. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich denke, es wäre sehr sinnvoll, wenn du einfach deinen Nachhilfelehrer als Nachhilfelehrer siehst. Weil ich glaube, genau das tut er eventuell. Ich glaube, du hast ihn verletzt, weil du halt so sauer und wütend warst und Drama gemacht hast, weil du deine Vokabeln halt nicht gut gelernt hast. Und ihn halt höchstwahrscheinlich dafür schuldig gemacht hast, so wie du es formuliert hast. Also, du hast ja geschrieben, dass du extrem Drama gemacht hast und er hat versucht, positiv zu bleiben. Genau, vielleicht hat das ihn ein bisschen abgeschreckt und so ein bisschen Angst gemacht. Konzentriere dich einfach auf Schule. Ja, konzentriere dich auf die Schule. Lern viel. Lass dich nicht ablenken, weil am Ende des Tages, du bist in der 9. Klasse. Es ist nur der Nachhilfelehrer. Es gibt noch genug Menschen, die du kennenlernen wirst auf dieser Welt. Ja. Aber es ist normal, dass du emotional vielleicht so ein bisschen verletzt bist, sauer auf dich selber bist. Deswegen hast du jetzt vielleicht aus dieser Situation gelernt. Nächstes Mal kannst du ja vielleicht versuchen, deine Emotionen unter Kontrolle zu kriegen und nicht die Wut bei jemandem anders rauszulassen, sondern vielleicht mit dir selber das Problem zu lösen. Aber ich finde es cool, dass du halt selber nachgedacht hast und dir gedacht hast, ich hätte vielleicht nicht so Drama machen sollen. Reflektieren ist wichtig. Genau, reflektieren ist ganz wichtig. Das Video. Genau. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wünsche dir erstmal ganz viel Erfolg, dass du vielleicht nicht mehr so gebrochen bist und nicht mehr so traurig bist. Ja, weil es ist schon keine einfache Situation. Nächste Story! Also, wir unterbrechen die Storytime kurz mit einer Frage. Und zwar, Kenan, wenn du ein Apfel wärst, wärst du ein grüner Apfel oder ein roter Apfel? Ich glaube grün. Warum? Grüne Äpfel schmecken besser. Mhm. Und die sind sauer. Mhm. Absolut bei dir. Ich wäre auch gerne ein grüner Apfel. Ich liebe grüne Äpfel. Rote Äpfel sind richtig, richtig schön. Wenn man sie anguckt, dann muss sie so, sie sollte ein Apfel aussehen. Aber manchmal sind sie dann so, wenn du reinbeißt, so weich und ja, mehlig. Ich auch. Und dann denkst du so, okay, outside beauty, inside, ein grüner Apfel sieht vielleicht nicht so fresh aus. So sollte vielleicht nicht ein Apfel aussehen, weil sie giftig aus. Aber schmeckt sauer, so lecker, knusprig. Ja, aber Geschmackssache. Wir wären gerne grüne Äpfel. Nächste Story. I'm ready. Let's go. Okay, ich befinde mich in einer herausfordernden Situation. Trotz meiner Verlobung mit Raj kämpfe ich mit der Erkenntnis, dass der romantische Funken, den ich erwartet habe, fehlt. Unsere Familien sind begeistert von der Beziehung und der Gedanke, sie zu enttäuschen, besonders nach der Verlobung, belastet mich sehr. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung nach der Verlobung gemacht? Wie habt ihr diese Situation bewältigt, indem ihr sowohl persönliche Gefühle als auch familiäre Erwartungen berücksichtigt habt? Ihr könnt mir wirklich weiterhelfen. Also, ich persönlich würde erstmal sagen, wenn es zwischen dir und Raj nicht passt, generell, dann sollte die Familie erstmal keinen großen Stellenwert spielen. Seine und deine nicht, weil am Ende des Tages geht es ja um euch. Wenn ihr nicht glücklich miteinander seid, dann sollte man der Familie nicht zu großen Stellenwert geben. Die Eltern werden nicht mit der Person zusammenleben, das wirst du machen. Ja. Also was ich dazu sagen kann ist, erstmal, deine Familie liebt dich. Deine Familie ist stolz auf dich. Und Familie liebt einen meistens bedingungslos. Also auch wenn du denkst, du wirst jetzt voll enttäuschen und was auch immer, ich bin sehr, sehr sicher, dass deine Eltern irgendwann, und wenn es nicht direkt ist, verstehen werden, dass das Beste für dich war.
Und manchmal muss man auch seinen Eltern vielleicht, wenn sie denken, dass das nicht das Richtigste ist, was du jetzt gerade machst, davon überzeugen. Also es heißt nicht, dass deine Eltern dann für immer enttäuscht auf dich sind oder so, vor allen Eltern nicht. Eltern sind so barmherzig und sie lieben ihr Kind, sie wollen nur das Beste. Ich meine, wenn deine Eltern enttäuscht wären, dann ja nur aus dem Hintergedanken heraus, dass sie das Beste für dich wollen und denken, dass Raj das Beste für dich ist. Deswegen, was ich dir sagen kann, ist einfach nur, hör auf dein Herz und wie Kenan schon gesagt hat, versuch zu kommunizieren. Versuche mit deinen Eltern zu kommunizieren. Vielleicht denkst du, dass sie voll enttäuscht sein werden oder so. Vielleicht sind sie es gar nicht. Vielleicht versteht dich deine Mom, vielleicht versteht dich dein Dad. Weil ich glaube, seine Tochter in einer sehr unzufriedenstellenden Ehe, traurigen Ehe, stressigen Ehe, unglücklichen Ehe zu sehen, ist viel härter. Als viel, jetzt viel härter. Zu verkraften, genau, dass es nicht genau klappt. Das Wichtigste ist, dass du wirklich mit deinem zukünftigen Partner sprichst. Und vielleicht entwickelt sich ja etwas. Und versuch vielleicht selber zu reflektieren, was brauchst du denn? Was wünschst du dir von ihm, damit du diese Romantik fühlst? Und ich wünsche dir ganz viel Glück, weil das ist keine leichte Situation. Also das nächste, was ich mitgebracht habe, ist eine Aussage. Und zwar haben wir haben auch in diesem Formular so Fragen gestellt, so bist du männlich oder weiblich und wie alt bist du? Also die Person ist weiblich und ist 21 Jahre alt und sagt, ich bin Single und kenne niemanden um mich herum, der mich interessieren könnte. Heulach-Smiley. So. Könnte man rausinterpretieren, die Frage ist, wie lerne ich jemanden kennen? Genau, vielleicht, wie lerne ich jemanden kennen? Wieso bin ich noch Single? Wieso gibt es keine gescheiten Menschen um mich herum? So, wieso passt niemand zu mir? Das ist so ein bisschen, was ich so rausinterpretieren könnte. Mein Tipp ist immer, such nicht, vertraue einfach auf Allahs Plan, weil ich habe so viele Leute um mich herum gehabt, die haben irgendwelche Sachen ausprobiert, Tinder, Minder, Musmatch, was weiß ich was. Nein. Also. Und das Ding ist auch, ich glaube, man ist dann irgendwann, je länger man sucht, desto eher ist man vielleicht auch desperate, also so desperate auf Deutsch, verzweifelt. Ja. Und dann ist man vielleicht in so einer Situation, wo man einfach so das Nächstbeste nimmt und die Ansprüche immer mehr sinken und sinken, weil man immer wieder enttäuscht wurde. Und das Problem ist dann einfach, und es ist dann irgendwie nicht mehr natürlich und man ist selber auf Krampf und man will die Leute überzeugen und man ist so, vor allem also ich sage jetzt nur aus der Frauenperspektive, man ist dann so voll, erstmal hat man immer so einen Laserblick auf alles um jeden, Nummer eins, und Nummer zwei ist auch auf sich selber, man ist dann immer so, hey everybody, I'm here, this is me and I need someone. Man sieht es, auch wenn man es halt nicht ausstrahlen möchte, man sieht es, man spürt es, man weiß, wer auf Suche ist, weil die Person verhält sich einfach weird. Bei Jungs so komisch. Ich sehe es auch bei Jungs. Wenn die vor Freunden sind, sie so voll calm und so voll normal sich selbst, auf einmal ist eine Frau drumherum. Ich jetzt mal kurz, 5 Kilo Muskelmasse schwerer geworden und aber das Ding ist halt, ja, wenn man Single ist, dann ist man Single. Live your best life, ob du einen Partner hast oder nicht. Es geht hier nicht darum, einen Partner zu haben, weil am Ende hast du einen Partner und bist nicht glücklich. Man muss ja mal fragen, was dein Ziel im Leben überhaupt ist. Genau, weil ein Partner muss dein Leben nicht besser machen. Es kann auch sein, dass du Single bist und you don't need it. Willst du mir was sagen? Nein, ich bin glücklich. Aber ich bin glücklich, ich bin nicht einfach so glücklich. Ich bin glücklich, weil wir beide investieren viel in unsere Beziehung. Es ist nicht so, ja okay, ich habe einen Partner, oh mein Gott, ihr seht uns alle auf YouTube, man denkt so, oh mein Gott, voll happy life und so weiter. Ja, happy life, aber we work hard for it. Wir diskutieren, wir haben nächtelange Gespräche, wir haben Meinungsverschiedenheiten, das ist verdammt nochmal normal. Mhm. Das ist so. Und das ist, that's reality. Und wenn man halt in einer Beziehung ist, hat seine schönen Seiten, hat aber auch seine salzigen Seiten so. Es hat auch seine anderen Seiten so. Also Single sein ist manchmal auch vielleicht okay, it's good. Genieße es einfach. Enjoy. Es gibt Vor- und Nachteile und genieße die Vorteile, wenn du Single bist, aber genieße dann auch später die Vorteile, wenn du verheiratet bist. Weil es kann sein, dass du die Vorteile vermissen wirst. Du bist flexibler, wenn du nicht verheiratet bist. Es kann sein, dass du diese Stabilität vermisst und deswegen willst du unbedingt in die Ehe. Aber vielleicht wirst du später. Also genieß beides. Es dauert nicht ewig an. Mach das Beste aus deinem Leben und lass nicht dich ab, also mach dich selber nicht abhängig
von dem Gedanken, ich muss einen Partner haben, oh mein Gott, ich bin älter geworden, oh mein Gott, meine biologische Uhr tickt, whatever, was man für Gedanken 21. hat. Bis 21, chill, dein Leben, live your life, studier, studier nicht, arbeite, verdien Geld, mach, was du willst, reis um die Welt, reis nicht, chill in deinem Wohnzimmer, guck Netflix, mach, was du, genieß dein Leben, mach, was dich satisfied. Sei und ja lass ein Kind, dich, solange du noch sein kannst. Genau, und lass dich nie abhängig machen von einem anderen Mann oder von einer Frau, also ist jetzt eine Frau, deswegen sage ich Mann, lass dich nicht, mach dich nicht abhängig von einem Mann. So, okay, nice Leben mit Mann und nice Leben ohne Mann. So, just enjoy. So, deswegen, wenn du keine gescheiten Männer um dich herum hast, dann musst du dein Umfeld wechseln. Ganz einfache Formel. Wenn du merkst, okay, hey, ich bin gerade in der Uni und ich, weird flex, hier sind die komisch. Okay, bei der Arbeit, da sind auch so nicht so Leute, die mich ansprechen. Dann musst du halt ein anderes Umfeld für dich finden. Begib dich einfach in Kreise. Wo die Menschen dieselben Interessen haben wie du. Ja, wo die Leute dir ansprechen. Ja. Alright, next story. Die nächste Story ist, ich bin eine Schülerin, werde bald 16, also bis 15. Ich kenne einen Jungen, er ist so alt wie ich. Ich stehe voll auf ihn. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Würde so gerne mit ihm zusammen sein, aber das geht nur, wenn ich heirate. Ich habe voll Angst, dass er eine andere bekommt und deshalb schreibe ich gerade mega viel mit ihm. Ich will ihn nicht verlieren, aber ich will auch keine Sünden machen. Ich will meine Schule fertig machen und meine Eltern würden mir niemals erlauben zu heiraten, wenn ich nicht mein Studium in der Tasche habe. Oh mein Gott, hat jemand von euch einen Rat? Soll ich anfangen? Ja. Fangen wir erstmal damit an, mit dem Positiven, dass du ein Bewusstsein und Reflexion hast und keine Sünden begehen willst, ist erstmal positiv. Aber du bist 15. Du bist 15. Was für heiraten mit 15? Du bist 15. Du wirst dich noch entwickeln, bis du 18 bist. Ey, ich war mit 20 und mit 22 so ein großer Unterschied in meiner Denkweise, in meinem Charakter, in meiner Struktur. Von 15 bis 16 wirst du mehr durchmachen als ich in den 2 Jahren. Ja. Und jetzt überleg dir mal, bis du 18, 19, 20 bist. Und der Typ wird genauso eine Entwicklung durchmachen. Am Ende in 2 Jahren wirst du dir denken, ey, was habe ich da gemacht? Oder wen habe ich da gemocht? Was du ich bist mir auch jung, fokussiere dich auf die Schule, was ist das? Mit 15 heiraten, wo sind wir? Wie Kenan schon gesagt hat, also da denke ich immer so, okay, was ist die Priorität von dir gerade in deinem Leben? So checkst du nicht, dass du, das ist voll gemein, I'm sorry, aber du willst unsere ehrliche Meinung haben, hier kriegst du sie. Mit 15 hast du dich absolut nur auf deine Schule zu konzentrieren. Und auf deine Freunde natürlich. Und deine Familie. Deine Familie, ich weiß nicht. Also, wenn du eine Beziehung willst mit 15, dann gibt es da keine richtige Anleitung. Dann ja, kannst du nur Sünden begehen, glaube ich mal, aus der islamischen Perspektive. Deswegen, was ich dir empfehlen würde, es bringt nichts, den Jungen an dich zu fesseln und zu denken, okay, ich werde dann mit ihm schreiben und in Kontakt sein. Das ist die Jugend und diese ein bisschen, wie soll ich sagen, rosarote Brille, die du aufhast. Und denkst halt, dass du ihn damit fesseln kannst, aber du sollst einen Menschen noch nicht an dich fesseln. Also, vor allem nicht in dem Alter. Ja, also das Ding ist, was du vielleicht machen kannst, ist einfach, dass du vielleicht guckst, okay, warum möchte ich einen Partner? Was gibt mir dieser Partner, was mir gerade fehlt? Was wünsche ich mir von dem Partner und kann er mir das überhaupt geben? Also ich weiß nicht, was du, weiß ich nicht. Und dann musst du gucken, okay, was will ich da? Und wenn dir dann die Religion wichtig ist, dann wirst du merken, okay, ich kann das nicht vereinbaren. Du kannst dich mit 15 heiraten, auf keinen Fall. Also juristisch überhaupt nicht. Also es geht gar nicht, egal wie du es versuchst zu drehen und zu wenden. Natürlich kann man warten, aber nimm dir doch nicht so viel Spielraum in deinem Leben. Du kannst dich so gut entwickeln, du kannst so viel lernen im Leben. Aber man fesselt sich mit 15 an irgendeinen Jungen. Ich sag euch ehrlich, und jetzt kommt wieder so ein typischer Esma-Satz, es gibt genug Männer auf dieser Welt, es gibt genug Frauen auf dieser Welt und ihr werdet schon den richtigen finden, wenn ihr euch richtig anstellt. Es geht nicht darum, irgendwie irgendeinen Partner zu finden, sondern jemanden zu finden, der matcht. Dafür muss man sich selber kennen und dafür muss man ehrlich sein mit dem Gegenüber und das Gegenüber muss ehrlich mit dir sein. Und dann kann man daraus eine geile Beziehung machen. Ansonsten wird es eigentlich nur Katastrophe, weil du kennst dich selber nicht und er kennt sich nicht und dann muss man irgendwie mit viel Stress miteinander klarkommen. Nehmt euch Zeit für eure Entwicklung, lernt euch doch selber kennen, lernt euch selber lieben und dann könnt ihr euch einen Partner suchen. So, long story short, mit 15 hast du gerade überhaupt nicht über das Heiraten nachzudenken. So, cut that aus deinem Gehirn ganz schnell. Okay, nächste Story. Es wird immer intenser und immer intenser und ich komme nicht mehr klar auf diese Intensität. Aber nächste
Und letzte Story. Ich bin David, 20 Jahre alt. Ich habe euch auf YouTube gesehen. Ich feiere eure Beziehung, deshalb wende ich mich mal mit meinem Anliegen an euch. Ich habe eine Frage. Ihr seid ja Muslime. Ich arbeite zusammen mit einem Mädchen, das Kopftuch trägt und finde sie mega interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich sie näher kennenlernen darf. Irgendwie habe ich Angst, einen Korb zu kriegen. Wie läuft es bei euch so ab? Darf man sich daten bei Muslimen? Daten ist nicht so ein muslimisches Ding, sag ich mal. Es gibt, man kann sich kennenlernen quasi, wenn man Interesse hat zu heiraten und so, aber so diese Dating, was wir aus dem Fernsehen kennen, mit, keine Ahnung, 2 Jahre lang Kaffee trinken gehen, essen gehen und sowas, gibt's nicht. Und ja, also aus unserem Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon früher Videos gesehen hast, unser erstes Date war nach der Ehe. Und ich muss aber sagen, wir haben viel geredet. Wir waren zwar noch nie Kaffee trinken gemeinsam vor der Ehe, wir haben nicht im Restaurant alleine oder irgendwas. Nichtsdestotrotz waren wir in Restaurants, aber mit Freunden. Wir waren immer mit Freunden unterwegs, also wir waren nie alleine daten. Es war kein Date, so wie man sich das vorstellt. Aber es ist wichtig zu nennen, dass man viel Kontakt zueinander hatte und viel miteinander gesprochen hat. Und das kannst du auf jeden Fall machen. Also ich würde sie jetzt nicht romantisch auf ein Date ausführen und sagen, ey, ich möchte dich kennenlernen. Ich glaube, dann kommen so bei ihr Red Flags drauf und sie denkt sich so, ich kann nicht. Aber wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, ich finde dich voll interessant, voll cool, lass mal reden oder lass mal laufen oder hey, ich kann, keine Ahnung, irgendwie kannst du versuchen, der Arbeit so ein bisschen herauszufinden, ob sie überhaupt Bock hat. Genau. Aber so traditionell daten in einem italienischen Restaurant, wo ihr Spaghetti isst und Rosen mitbringst. Ich glaube, weiß nur nicht, wie sie sich dabei fühlen wird, je nachdem, wie überzeugt sie ist oder wie vorsichtig sie ist. Was auch dann in dem Moment richtig ist, würdest du dir höchstwahrscheinlich einen Korb geben, wenn du sagst, lass daten. Es kann ja sein, dass sie gerade mit jemandem in Kontakt ist, kann ja sein, dass sie gerade verlobt ist, kann ja sein, dass sie gerade verheiratet ist, 20. Oder gar kein Interesse hat und arbeiten will und ihr Leben genießen will, dann würdest du dir das auch sagen. Es kommt aber dann die nächste Hürde auf dich zu und zwar, es gibt verschiedene Meinungen, wir können uns jetzt lang und breit darüber prügeln, aber die gängigste Meinung ist, dass eine muslimische Frau nur einen muslimischen Mann heiraten darf. Und ja, das ist so, glaube ich, die Grundproblematik. Das heißt, long story short, egal was du mit ihr machst, höchstwahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass es nicht läuft, wenn du nicht überzeugt bist vom Islam. Und wenn du keinen Korb kassieren willst, hast du jetzt 2 Warnungen bekommen. Wenn du es trotzdem ausprobieren willst, musst du es halt durch Kommunikation versuchen. Aber es wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass du kein Date bekommst. Wenn du ein Date willst, musst du ein Date mit ihrem Vater ausmachen. Und dann kannst du schauen. Period. Hey, interessant, dass alle Leute außer eine Person uns nur über Beziehungssachen gefragt haben. Die Äpfel sind auch wichtig. Ja, nur die Äpfel waren interessant. Ja. Spaß. Auf jeden Fall, wir danken euch für eure Partizipation an unserem Formular. Wir werden den Link unten in unsere Infobox machen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche neuen Ideen habt, wir werden dieses Format nochmal machen. Ihr könnt dann irgendwie alles droppen, was euch einfällt. Wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr wollt, dass wir drauf reacten, dann auf jeden Fall unten in die Infobox schauen. Genau, danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.